Rückeroberungstag abgeschlossen. Ja, und damit nochmal ein alle guten Dienstag 3. Herzlich willkommen hier zu Fallout 76. Jetzt geht's wirklich los. Jetzt geht's los. Folge 1 des releaseden Games. So, was machen wir denn jetzt als erstes? Wir haben unsere Aufgabe, ich weiß. Wir werden die auch verfolgen. Wir machen aber zwischendurch einen Abstecher hierhin, würde ich sagen. Und dort werden wir uns eine Power Armor besorgen. Und machen dann ganz normal die unsere Aufgaben weiter. Wir werden natürlich jetzt erst mal zum Camp gehen und dann werden wir hier rüber marschieren. Nur mal so am Rande. Denn dort, man kann sich gerne mein Special anschauen, wo ich 9 Plätze zeige, wo Power Armor spawnen. Das ist einer davon. Schaue ich das euch mal an, findet ihr unter den Playlists Special oder eventuell auch in der Playlist von Fallout 76. Musst du mal gucken. Da habe ich ein 10-minütiges Special für 9 Spawnpunkte für Power Armors. So. Am Ende der Straße. Jo, alles klar. Und die werden wir uns nämlich dann auch besorgen. Aber jetzt gehen wir erstmal hier. Lalala. Ah, da sind Viecher, die doof sind. Aua. Stahlschrott. Wir nehmen alles mit. Wir müssen nur gucken. Man ist hier sehr begrenzt in den Sachen, die man so tragen kann. So, jetzt habe ich schon mal ein Kampfmesser. Oh. Mehrzweck-Axt. Es ist aber jetzt nicht die, das war falsch. So. Ist das eine 2? Ist das eine 2? Oh ja, es sind zweihändige. Oh yeah. Okay, ist aber nicht die Feueraxt. Es gibt nämlich noch so eine, ja, hier, wie heißen die? Heißen, nee, nicht, wie heißen die, Mann? Feuerwehraxt? Heißen die Feuerwehraxt? Das hört sich gerade so falsch an. Ich komme gerade nicht drauf. Hey, du weißt schon, was ich meine. So eine Brandmeisteraxt. Keine Ahnung. Auch eine zweihändige. Ich weiß nicht, ob es die ist. Ich glaube nicht. Dies ist auf jeden Fall meines Erachtens die beste Zweihand-Melee-Weapon, die man hier so haben kann. Da kann man sich richtig schön hochstufen, da kriegst du alles mit platt. Auch sehr gut für den PvP geeignet. Musste ich feststellen schon während der Beta. Also wenn du dann deinen Zweikampfschaden richtig hochlevelst. Zweihandschaden richtig hochlevelst und nicht mit der Gladiator-Karte, das ist der Einhandschaden, die ich immer gesehen habe. Da gibt es noch eine andere Karte. Die nennt sich Slugger. Ja, keine Ahnung, wie die hier jetzt im Deutschen heißt. Damit kann man dann ordentlich Schaden austeilen. So gut, wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal eine Axt. Das freut mich, da kriegen wir schon mal alles klein mit. Hier war doch gerade schon jemand, hm? Schön, dass hier noch ein paar Sachen sind. Scheint einer durchgerannt zu sein, hat aber nicht gelootet. Wer macht denn sowas? Das ist ja unerhört. Skandal! So, wir gehen natürlich falsch. Ich wollte aber auch gar nicht hingehen. Ich wollte hier nur mal einmal schauen. Noch mehr. So, in der Beta habe ich echt recht spät erst eine Waffe gefunden. Mal schauen. Also eine Feuerwaffe. Eine Handfeuerwaffe. Gucken, wollen wir jetzt eine finden. Ich weiß gar nicht mehr wo.
Ich meine, hier wäre sogar irgendwo eine gewesen, aber kein Plan. Ist auch egal, brauchen wir jetzt gerade noch nicht. Wir kriegen gleich welche. Spätestens, wenn ich die Power Armor mir hole. So, ich gehe jetzt trotzdem hier den Weg schön lang. Ich könnte natürlich jetzt auch querfeld eingehen, aber hier am Weg liegen halt Sachen rum. Ah, schade. Hier so ein paar Luftballons nochmal zu hauen. Alles klar. Ach, ist das toll. Schön wieder hier zu sein. Ich habe richtig Bock. Aber sowas von. Wir müssen in die Richtung. Darum gehen wir erstmal in die andere. Das ist natürlich Rollenspielertaktik, ich weiß. Wenn man alles mitnehmen will, geht man immer erstmal dorthin, wo es nicht lang geht. Bevor man dann den eigentlichen Weg nimmt. Da wartet wieder ein Befreier auf uns. Den befreie ich jetzt auch mal von seinen Sorgen. Komm mal her. Hast du hinter dir, so. Stahlschrott. Stahlschrott. Und ich muss diesmal echt dran denken, den Schrott auch immer direkt zu verwerten, weil sonst bin ich so schnell voll. Ein Redhirsch. Ey, bleib mal hier. Scheindämon. Bleib mal hier. Noch einer. Komm, ey. Freunde. Bleib doch mal stehen. Ja, der ist gefangen. Jawohl. Haha. Lecker. Wir haben was zu essen. Matratze. Holz. Wir sammeln natürlich Holz. So, ich könnte auch mal später in dem Atomic Shop schauen. Ich habe schon ein bisschen Atome gesammelt. In der Beta. Ich glaube, so an die 700. Da kommen wir vielleicht das ein oder andere. Der Atomic Shop ist ja das, das interne Verkaufshaus hier, wo man sich auch für Echtgeld Sachen kaufen kann, die nur der Ästhetik dienen, nicht spielrelevant sind. Also nicht Pay to Win oder so. Sondern nur Pay to Look Good oder. Keine Ahnung, wie man es nennt. Pay to Look Good. Hm, weiß ich nicht. So ist das halt. Wer schön sein will, muss zahlen, nach dem Motto. Komm her. Oh, Tomaten. Jetzt rennt der hier ums Haus oder was? Ach, noch so ein blöder Hirsch. Der ist genauso doof wie der andere. Der meint hier, das ist eine Höhle oder was. Jetzt ist der durch die Wand gebackt. Mir soll es recht sein. Okay. Tomahawk. Schaden 100, aber das ist Rete 18, 29. Die Sache ist, die Mehrzweckaxt ist bald kaputt. Man muss die Sachen auch immer schön reparieren. Und die gehen ganz schön schnell kaputt. Muss ich dazu sagen. Hatte ich noch Kleidung irgendwie? Baseballmütze, Brille mit schwarzem Gestell. Wir gucken uns das mal an, wie sehen wir aus. Da bescheuert vermutlich. Warum kann ich mich nicht... Hä? Ne. Ich Experte, hab das jetzt genommen, ne? So, das habe ich noch nicht rausgefunden. Wie kann man hier... auswählen? Ändern, C. So. Das auf die 1. Warte mal. F, C. F. C. Leck mich doch! F. Jetzt ist es alle.
Ah. So, okay, alles klar. Jetzt habe ich es verstanden. Okay. Hat ein bisschen gedauert, hat ein bisschen was gekostet, so ist das halt, ne? Man zahlt halt immer einen gewissen Preis. Ist danach dann aber auch ein bisschen schlauer, hoffentlich. Im besten Fall. So, wo sind wir jetzt? Wir gehen auf jeden Fall in die richtige Richtung. Das ist schon mal von Vorteil. Was ist denn da? Oh, gehört er zum Team? Er sieht auf jeden Fall harmlos aus. Was ist bei dir los? Hallo? Direktive. Alle Bäume in attraktive Holzwurzeln. Ach so, mach. Ach so, der. Na gut, ich dachte, bei dem kann man. Na gut, tut mir leid. Ich fühlte mich angegriffen. Nach der Devise: erst angreifen, dann fragen. So, wir gucken uns natürlich hier mal um. Sekunde mal. So war das. What the fuck, Alter? Bin fast. Alter! Ich hasse Zecken. Habe ich schon mal erwähnt, ne? Auf jeden Fall habe ich das schon erwähnt, der Beta. Jedes Mal, wenn ich die sehe. Zum Glück sind die hier so groß. Schlimmer finde ich es, wenn die so klein wären wie in der Realität. Ich hasse jegliche Art von Blutsauger. Ich bin ja Tierdieb, ja, aber Blutsauger, ja? Und Parasiten. Hasse ich wie die Pest. Ja, das gilt für Mücken und für Bremsen und für Zecken. Alle, die mein Blut wollen, können mir mal gestohlen bleiben. Würde ich jetzt nicht hinterherweinen, wenn es die nicht mehr geben würde, sagen wir mal so. Anders ist das natürlich bei Spinnen und Bienen und überhaupt, ne? Also. Oh, verpiss dich! Ach, da hinten. Alter, das ist eine Oberzecke hier. Das ist nicht die Oberzecke. Herr im Himmel. Wo kommen die alle her? Alter, ich gehe hier raus. Das ist ja widerlich. Ich will weg. Ich will nur noch weg. Wo muss ich hin? Schon so in die Richtung. Okay. Wow. Immer schön am Rennen, sobald es geht, rennen. Ich weiß auch nicht warum. Mir ist das immer zu langsam. Der normale Schritt hier. Weil man es kann. In echt kann ich es nicht. Da bin ich zu unsportlich für oder so. Oder zu faul. Jetzt kommen wir hier zu den nächsten Burschen. Was ist das denn hier? Gartenzwerg. Leck mich! Wir sind es? Ja. Was, wo bist du denn? Komm her. Oh, scheiße, die Axt ist gleich im Arsch. Jetzt haut der ab, ey. Ich brauche eine Waffe. Gib mir die Waffe. Der Obermotz hier. Hat ihm auch nichts genützt.
Was? Kann ich dir helfen? Kollege, wo ist dein Problem? Wenn du Schmerzen hast, komm her. Ich bin der Chiropraktiker vom Dienst. Ich rück dir die Knochen gerne wieder gerade. Danach schreist du auch nicht mehr. Was? Oh, hier können wir was sammeln. Ich trinke aber die ganze Zeit, ich Experte. Wir sammeln. Versiegeltes Einwegglas. Gucken wir hier oben noch. Sehr schön. Ein paar Haarklammern, die sind immens wichtig zum Brief öffnen. Zum Brief öffnen. Ich sehe da einen Brief und sage zum Brief öffnen. Ja, zum Brief öffnen kann man die natürlich auch benutzen. Ich meinte aber eher zum Schlösser knacken. So, die hatte ich ja schon mal vorgelesen, oder? Was? Die Responder haben keinen blassen Schimmer. Jede Nacht sind sie mehr von den Bestien. Was? Jede Nacht sind mehr von den Bestien am Himmel. Die Bruderschaft hat sie gewarnt. Hat uns alle gewarnt. Die Feinde ist gefallen, sagten sie. Was zum Teufel soll das bedeuten? Die Vorräte werden knapp. Werde vielleicht versuchen, Abby über den Berg zu bringen. Die freien Staaten müssen mehr wissen. Mhm. Sammy, falls du das liest, geh zu Abby. Geradeaus in östlicher Richtung von Red Rocket Megastore. Sie kennt die stillende Bruderschaft besser als irgendjemand sonst. Ich hoffe, dein Schutzengel passt auf dich auf. Mehr kann man in dieser verdammten Zeit ja nicht. Kann man sich ja in dieser verdammten Zeit nicht wünschen. Mann. Katzennapf. Falls wir ein Kätzchen finden. Gucken wir noch darüber. Düngemittel. Mhm. Aceton, Acetat, immer gut. Ah, gucke mal an. So, jetzt herstellbare Gegenstände umschalten. Was? Ne, warte mal. Ich gehe jetzt mal raus. Gegenstände verwerten. Das machen wir doch als erstes mal. Gesamten Schrott verwerten. So. Jetzt sind wir nämlich wieder leichter. Das ist nämlich wichtig. Und dann kann ich mal gucken, was ich jetzt hier habe. Waffen. Ich habe einen Golfschläger, der bringt 26. Die bringt 29. Das heißt, den verwerte ich jetzt gerade mal. Machete war ganz cool. Oh. Jagdgewehr Stufe 5. Sehr cool. Stufe 1. Wir behalten beide nochmal eben. 5 Tomahawks, die können wir verwerten. Wieso kann ich die nicht alle verwerten? Aber ich nehme eh keine Wurfwaffen. Das ist mir alles zu... So, Impro-Revolver. 45er. Okay, wir behalten beide, weil wegen Munition. Ein Partyhut kommt, kann jetzt weg. Brauche ich nicht. So, dann gucke ich mal, wie ich die jetzt hier... nicht verwerten kann, sondern... Ich gehe mal zurück. Herstellen. So, hier konnte man nur Munition herstellen, ne? Große Menge Holz. Kaliber 50 Ball. Brauche ich gerade nicht.
Granaten. Ich könnte ein paar Molotow-Cocktails herstellen. So. Waffen verschleißen. Ja, das weiß ich doch. Hatte ich das nicht schon gerade alles genommen? Habe ich das irgendwie übersehen, scheinbar? Gut, ich verwerte nochmal den Schrott. So. Okay, dann gehen wir nochmal auf F und auf C. Und sagen... Da, zack. Da, Impro-Revolver. Da, Jagdgewehr. Okay. Gehen wir weiter. Gute Nacht. Das war schlecht. Ich sollte das Fetzt benutzen. Fetzt weg, ey. Das Fetzt, das Fetzt. Da ist nix. Kiste. So, hier haben wir nochmal. Gegenstände verwerten. Hier kann ich was bauen. Oder was verbessern. Ich kann mir eine Planke basteln. Ich gehe erstmal raus. R. T. Jawohl. Raus. Reparieren, modifizieren. Machen wir das doch. So, wir versuchen... Als erstes mal... Wo ist meine Mehrzweckaxt? Repariert. Kann ich nicht reparieren. Die kann ich zum Glück reparieren. Hä? Was? Geh doch mal raus. Oh, leck mich doch. Mann! Was habe ich denn jetzt gemacht? Hier. Bleirohr? Was soll ich mit dem Bleirohr? Hä, ich habe einen... Okay, ich habe den falschen repariert. So ein Mist. Ja. Repariere ich den halt auch noch. Kann ich nicht reparieren. Na toll. Gut, was kann ich denn hier modifizieren? Keine Verbesserung. Kann ich überhaupt irgendwas? Nee. Kann ich hier irgendwas? Kann ich vielleicht an der Axt kann ich nichts modifizieren? Okay, wir können noch nichts modifizieren. Na, macht ja nichts. Der Sache näher, wo wir hinwollen. Aber ich klappe natürlich hier die ganzen Häuser ab. Ich spiele das Spiel natürlich wie ein Rollenspiel. Reinigen. Nicht getroffen, das ist so doof. Mit. Ist da noch jemand? Hallo? So, hier ist die nächste Bank. Hier können wir gerne
unser Dings aus. Unser Lager erstmal aufschlagen demnächst. Gehstock. Okay. Ich verwerte noch mal kurz. Standardfutter. Kann man nichts verändern. Können wir den Pip-Boy verändern? Ne, können wir auch nicht verändern. Eigentlich wollte ich Gegenstände verwerten. So. Gut. Ich sage immer verwerten, verwerten, verwerten. Und jetzt bin ich wo? Bin quasi fast da, wo wir hin müssen. Lalalalalalalalala. So. Oh, da habe ich was übersehen. Guck mal, es wäre mir fast entgangen. Ein Schraubenzieher. Schraubenzieher kann man immer gebrauchen. Wenn einmal ein Köttel quer sitzt, dann rührt man da ein bisschen rum und dann ist der wieder, kann man wieder ordentlich aufs Klo gehen oder so. Bah. Nicht wieder an Mist zu reden. Okay, da ist das Camp. Da ist ein Tier. Bleib stehen. Dankeschön. Denn ich sollte vielleicht auch mal diverses trinken und essen. So, was ist hier? Schadensresistenz. Red Away habe ich jetzt nicht. Na ja, gut. Guck mal mit dem Camp. Hier kann ich das nicht. Ich baue es einfach mal hier auf. Ente! So, jetzt haben wir hier unser Camp. Transfer. Alles darüber gepackt, ne? Wollte ich noch gar nicht. Mist. Jetzt muss ich alles wieder einzeln nehmen? Ist ja nicht dein Ernst. Das ist natürlich total beschissen. Die Sache muss ich natürlich auch noch mal kurz. Wir machen das gleich. Wir gehen mal hier eben zu dem Camp. Lager der Aufseherin entdeckt. Aufseher-Logbuch. Südlich von Ward 76. Ich wusste, das würde nicht das Appalachia sein, das ich kannte. Aber mutierte Tiere? Durchgedrehte Bots? Und bislang keine Menschen. Wir müssen darauf gefasst sein, den Wiederaufbau in, wie ich es sehe, feindlichem Gebiet durchzuführen. Zum Glück war Vortec vorbereitet. Sehen Sie das? Die Kochstation, die Lagerkiste, die Werkbänke. Alles mit dem Camp errichtet. Sie brauchen hier draußen eine Basis. Und genau die bekommen Sie mit dem Computerassistenzsystem für mobile Produktion. Benötigt werden nur noch Ressourcen, Planung und ein bisschen Muskelkraft. Alles klar. Wenn Sie Ihr Camp verlegen, kommt alles mit, was sie gebaut haben.
sodass Sie es an Ihrem neuen Standort wieder aufstellen können. Wie durch ein Wunder. Machen Sie davon Gebrauch, wenn Sie in unbekanntem Gelände unterwegs sind. Ich habe mein Camp dagelassen. Sie können es also benutzen. Ich weiß, dass ich meinen eigenen Rat, es mitzunehmen, nicht befolge. Aber nachdem ich Appalachia gesehen habe, muss ich dafür sorgen, dass jeder Bewohner von Vault 76 sichere Ausgangsbedingungen hat. Ich komme auch so klar. Wenn es sie noch gibt, liegt die Stadt Flatwoods die Straße runter. Treffen Sie mich dort. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Aufnahme. Alles klar. Dann tun wir das doch. So, achso. Modifizieren, reparieren. Mal gucken, ob wir jetzt was reparieren können. Können es immer noch nicht reparieren. Das ist natürlich blöd. Wieso kann ich das noch nicht reparieren? Ich habe hier Stufe 1 und Stufe 5. Wenn ich das jetzt verkaufe, ja? Wenn ich das jetzt verwerte, meine ich. Kann ich das dann reparieren? Na gut, egal. Wie sieht's hier aus? Wir gucken mal, was wir schon basteln können. Wir können uns einen Brustpanzer basteln. Sehr schön. Wir können uns einen linken Arm basteln. Können Sie einen rechten Arm basteln. Ein linkes Bein und vielleicht auch noch ein rechtes Bein. Das wäre famos immer. Ich freue mich. Wir konnten uns eine leichte... Na, warte mal, wir wechseln jetzt nochmal zur Modifikation. Brustteil Standard. Oh, das können wir auch direkt kochen. Ohne Extras, ohne Lackierung. Der ist schon gekocht. Auch noch mal kochen. Wenn man es kocht, wird es scheinbar härter. Scheinbar. Wir kochen, was das Zeug hält. Hier können wir nichts mehr kochen. Gut. Dann haben wir ein bisschen hergestellt. Kann ich hier noch irgendwas Cooles herstellen? Ich guck mal eben. Jetzt sowieso nicht mehr. Okay. Gut. Dann tue ich jetzt hier meine Sachen rein. Ach, hätte ich auch da hinten machen können, ne? Egal. Transfer. Gesammelten Schrott lagern. Ich habe ja jetzt alles verwertet. Das ist also alles verwerteter Schrott. Gut. Der wiegt dann nicht ganz so viel, hoffe ich. So, was haben wir hier? Kleidung. Schutzhelm. Wieso habe ich noch einen Schutzhelm? So, dann ziehen wir die Sachen mal an. Bringt der Schutzhelm irgendwas? Ne, der bringt nichts. Dann kann ich auch den Baseballmütze auflassen. So, Waffen. Ja, die sind alle favorisiert soweit. Gut, dann sind wir... Wieso ist das denn immer noch markiert? Stellen Sie eine Waffe her. Achso. Ja, kann ich doch nicht. Ich gucke mal, ob ich noch eine Waffe herstellen kann. So. Wurfmesser hergestellt. Ist auch eine Waffe. Von mir ist auch noch eine Planke. Dankeschön, bitteschön. Uiuiui, wir sind aufgestiegen. Das freut mich. Stufe 3. Gibt es jetzt was dafür? T. Stufenaufstieg. Schalalala. Wir gucken mal. Charisma. Was? Hunger und Durst nehmen 40% langsamer zu, wenn du dich im Camp oder einem Teamwerkstatt befindest. Okay. Warte mal. Das war der falsche Knopf. So. Endurance. Dromedar.
Extrawurst. Was haben wir jetzt hier? Reiseapotheker. Ja, ist ganz nett. Warte mal. Bevor ich das aber jetzt mache. Intelligenz, erste Hilfe. Ich dachte, ich würde jetzt dann doch mal hier den geborene Überlebender. Wenn deine Gesundheit weniger als 20%... Was? Wenn deine Gesundheit weniger als 20% beträgt, benutzt du einmal alle 20 Sekunden automatisch einen Stimpack. Aber auch wenn ich keinen habe... ...40% erhöhte Chance. Oh, Schnorcher. Eigentlich alles nicht schlecht. Ich nehme aber erstmal den Action Boy. Dankeschön. So. Und dann würde ich sagen... Oh, da ist schon einer. Mist. Gut, da jetzt schon einer ist, lasse ich das jetzt. Dann mache ich an der Stelle einen Cut. Habe ich jetzt erstmal zwei Folgen. Die werde ich hochladen. Also, bis dahin. Gehabt dich wohl. Danke fürs Zusehen. Tschüss.